Apropos Glory Hole. Als ich das erste Mal Glory Holes gesehen habe, also in real, ich habe schon lange, also man weiß ja, was es ist. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly. Endlich ist es wieder soweit. Es ist genug lang gefragt worden, vor allem von Gabriele auch. Es gibt wieder Minecraft One Block zusammen mit dem absolut größten Minecraft-Probi MC Rizio, der dort oben nicht wie so ein Affe in den Bäumen rumturnet. Bin auf. Ah nein, so macht Nessel. Also er will unbedingt eine Geschichte über irgendein Glory Hole loswerden. Erzähl. Das erste Mal in real ein Glory Hole gesehen habe, im. Ja, ist ja gleich wo. Bin ich recht schockiert gewesen, wie das wirklich. Also, weißt du, es ist ja nicht so. Also, wir reden jetzt vom Glory Hole, wir reden schon vom gleichen Glory Hole, oder? Ja, auf jeden Fall, wenn ich das erste Mal so ein Brett gesehen habe, bin ich irgendwie recht schockiert gewesen, so. Lol. Also, es ist ja. Das gibt es ja wirklich. Und es gibt wirklich Leute, die voll auf das stehen. Also es ist nicht nur, ich kann sagen, es ist nicht nur jetzt, eins. Jetzt hinterfrage dich mal, wieso das hier so dort steht. Es sind irgendwie so 10 hintereinander gewesen. Was? Also nebeneinander. Wo stand ich? Ja, Formel Glory Hole, was du dort machst. Ja, also ich bin eigentlich durchs Glory Hole. Ja, es ist kein einziges benutzt. Also es ist sicher schon mal benutzt worden, aber es ist nicht in Benutzung gewesen, als ich es gesehen habe. Ja, logisch, wenn du dahinter bist, benutzt es zu erkennen. So, jetzt wisst ihr, was der Silizio gerne in seiner Freizeit macht. Ah, Spinne! In seiner Freizeit macht. Nein, ich kann entschleunigen, was es, wo das ich die gesehen habe, ganz klar. Mit deiner Mami daheim? Nein, eben nicht. Dass nicht so Gerüchte entstehen, würde ich klarstellen, wo das ich die gesehen habe. Schön kämpfst du da mit der Spinne. Es war nämlich im Puff gewesen. Und wieso, solange er kein Minecraft OneBlock mehr gegeben hat, das ist gerade die perfekte Überleitung. Genau, weil ich nämlich im Buff bin. Unter anderem, könnt ihr beim Sirizio nachschauen, in seiner Folge haben wir das ausführlich erklärt, wieso es kein Minecraft OneBlock mehr gibt. Und also wir haben es probiert. Ja, ausführlich erklären. Wir sind immer wieder unterbrochen worden, aber man kennt es für uns, dass wir es irgendwie nicht schaffen, den scheiß Satz hinzubringen. Hast du Kohle aufgesammelt? Ja, wegen. Ja, darf ich die? Siehst du, da kommt er schon wieder weg Kohle geiern. Ich bin wirklich nicht sicher, ob du ihn aufgeschafft hast. Hast du ein Holzschwert aufgesammelt? Ja, wegen. Ich meine immer Kuh ist Inventar. Ja, das ist auch noch so. Wir spielen jetzt auf 1.17, weil wir gehofft haben, dass da Höhlen generieren. Creeper, 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 Creeper hinter dir! Hinter dir, du Idiot. Ja, ich habe nicht gewusst, in welche Richtung dass du schaust. Hallo, moin. Fuck, ich wollte XP abstauben. Ja, aber ich hoffe, es macht euch Spass, dass ihr wieder Minecraft OneBlock zu sehen bekommt. Nö. Und beim Sirizio daheim hat sich ja einiges da, unter anderem sein Stuhl, aber das seht ihr alles bei ihm in der Folge. Stimmt, der ist immer noch grün. Ich mache jetzt, glaube ich, so nach. In der Kille hat es doch so. Wie sagt man? Beichtstuhl. Nicht Beichtstuhl. Ey, nächstes Thema, Beichtstuhl-Stream. Kommt vorbei, der Sirizio hockt dort und wir machen einen Livestream davon. Wir zeigen euch das Gesicht nicht, man sieht dich nur von hinten, man hört eure Stimme. Beichtstuhl-Podcast-Stream. Siehst du, irgendjemand kommt rein, beichtet etwas, Sirizio sich am Verschranzen im Stream. Nein, nicht dass Leute. Einfach, ich kaufe einen alten Beichtstuhl, stell mir Zombie. Den irgendwo rein. Schieb mir ja. Den irgendwo rein und nachher. Gibt es einen Beichtstuhl-Stream, Alter? Der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite. Alter, so wie Blind Date im Beichtstuhl. Ganz sympathisch, ganz sympathisch. Ich weiß ja nicht, auf was für. Ja, schau, nein, also nicht Blind Date, wie man es kennt, sondern wirklich ein Blind Date. Also weißt du, du gehst blind.
Also nicht blind, du bist im Beichtstuhl und du siehst ja den anderen im Beichtstuhl nicht. Und dann lernst du eigentlich wirklich nur den Charakter kennen. Charakter. 90% der heutigen Jugendlichen könnten sich dann keinen mehr aussuchen. Ich schwöre. Stell dir vor, es hat YouTube gegeben im Zweiten Weltkrieg, Alter. Das wäre zu lustig gewesen. A safe! And today we do a reveal. Oder irgendwie, Alter, da hättest du so MGs auspacken und so. 360 No-Scope, Alter. Challenge. Hätte ich dann ganz eine andere Bedeutung bekommen. Ja, dann weißt du, geil Livestreamen. Hä, von wo wissen sie, wo wir campen? Ich muss jetzt so ganz ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, wir haben bei den Blöcken wieder vorne angefangen. Wirklich? Ich habe das Gefühl, durch die neue Version. Habe ich das Gefühl. Ja gut, auch nicht so schlimm. Ja schon, aber trotzdem habe ich das Gefühl, wir haben wieder vorne angefangen. Let the sky fall. And ja. We come on, we just dance, let's get on. Und der neue James Bond, ist ja jetzt rausgekommen. Let the sky fall. Ja, der wollte ich unbedingt gucken. Ah, Jesus! Ich hau ab. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Hast du mein geiles Sneak gesehen, wenn ich von dem absoluten Weg gesneakt bin? Sneaky Boy. Das ist der Dude! Der Dude ist gespawnt, Alter! Geil! Ey, dem muss man Lamas, oder? Warte, ja, da kommt schon schnell zu dem über. Ja gut, dann ja, umbringen. Ja, nein, warte, wollt ihr schauen? Ah, der hat nur, wir haben keinen Smaragd, oder? Nein, umbringen. Der Sapling wäre geil, aber 5 Smaragd sind verdammt. Hey Bro, wir haben Saplings. Das Ding, Dschungelbaum-Setzling haben wir nicht. Ah, oh, nein. Wir haben glaube ich keinen Smaragd. Warte schnell, ich schaue mal schnell unsere Expensive-Kiste. Einen Moment. 9 Angriffsschaden? Ja, da haben wir nicht. Nein, wir haben keinen, aber warte schnell auf mich. Ich will ihn umsmashen. Ich werde damit draufhauen. 3, 2, 1, hau. Lama spuckt mich an. Ja, du hast ein Lama gehauen. Habe ich. Ja. Das Weisse, wo die... Nein, Alter, die sind einfach lost. Nein, lauf einfach weg. Ich will aber ein Lama. Eins kommt auf dich zu. Ich will dich. Kann man nicht Lama zählen, mit dem er einfach drauf sitzt? Kann man die zähmen? Was gemeint? Ich kann sie jetzt mal abwunden. Ja, stirb einfach, oder? Nein, warum? Ich gehe jetzt den Block abholen. Die spucken eh nicht bis dahin. Nein, stimmt, sie mögen nicht führen. Ich frage mich, wieso bekommst du Schaden, wenn ein Lama dich anspuckt? Das war es mit der heutigen Folge Minecraft OneBlock. Anscheinend haben wir wieder neu angefangen. Wenn wir jetzt gerade festgestellt haben, dass wir wieder von Anfang an anfangen abbauen. Vielleicht kommen dann ja irgendwann wieder die Nachrichten, wenn wir wieder auf dem gleichen Stand sind. Kann aber sein, durch die neue Version, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Aber wir schauen mal. Und wir sehen uns definitiv wieder in der nächsten Folge. Wir haben jetzt Zeit und auch bald wieder Lust. Ich habe die Glory Hole Story schon erzählt. Ja, hast du. Hast du ganz am Anfang erzählt. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es euch den Daumen nach oben. Schaut unbedingt beim Silizio vorbei, wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt. Und wir sagen, wir sehen uns in 2 Tagen. Ihr bettelt sich gegen sie. Ciao!